So, meine Damen und Herren, tut mir leid, dass es eine Sekunde länger gedauert hat, aber da sind wir auch schon zum nächsten Match. Willkommen hier bei Envious gegen Team Russ auf Border. Ich bin sehr gespannt, wer da gewinnt. Das ist Viertelfinale Nummer 3. Ich kann ja die anderen Viertelfinals mal kurz durchgeben für die, die es interessiert. Für die, die es nicht interessiert, hört einfach ganz kurz weg. Viertelfinale 1, Royal Beast Alpha gegen Hades eSport. Viertelfinale Nummer 2, Team 300 bei Neuem eSports gegen Sofa-Sportler Alpha. Viertelfinale Nummer 3 ist eben dieses hier. Envious eSports gegen Sentinel bei Russ. Und Viertelfinale Nummer 4 wäre Next Run eSports gegen Beat eSports. Das wären die Viertelfinals, die wir haben. Jetzt kommen wir aber zu unserem. Ja, wir spielen Border. Das dürftet ihr schon erkannt haben an der Map, die unten angezeigt wird. Wir können kurz mal die Bans durchgehen. Envious Gaming hat Kaffee Dostoyevsky, Bank und Clubhouse gebannt. Während Team Sentinel bei Russ sich für Consolate, Villa und Coastline entschieden hat. So, damit wären wir den Standard erstmal durchgegangen. Und ich bin sehr gespannt auf das Match. Mir fehlt noch ein Häkchen. Dann kann es losgehen. Und ja. Dann würde ich sagen, feiern wir uns hier mal ordentlich auf Border. Border haben wir vorhin schon ein Match drauf gehabt. Ich bin froh, dass es nicht wieder Clubhouse ist und wir hier nicht viermal am Stück Clubhouse sehen. Border, eine Map, die potenziell ja jeder spielen können müsste eigentlich im Competitive. Es gibt sie lange genug im Rainbow-Universium, dass man sie tatsächlich mittlerweile eigentlich spielen können sollte. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was wir hier zu sehen bekommen. Envious auf der blauen Seite, Sentinel bei Russ auf der orangenen Seite. Und wir gehen erstmal in den Operator-Bann hinein. So, Bann Nummer Uno ist Montagne. Der kommt von Russ. Ja, na, so ein kleiner halber Standard-Bann. Auf der Map tatsächlich allerdings gar nicht so blöd, weil hier in den Montagne, je nachdem wie man den ausspielt, halt sehr nervig sein kann, sage ich mal. Bann Nummer 2, Envious jetzt mit ihrerseits mit dem Bann. Die nehmen die Nomad raus. Frage, Runouts. Wie muss man sich jetzt hier auf Runouts einstellen? Wenn man da die Nomad sozusagen rausnimmt, um da diesen Faktor rauszunehmen. Claymore-Faktor ist natürlich trotzdem noch drin, das darf man nicht vergessen. So, jetzt ist die Frage, was nimmt Envious hier als Verteidiger-Bann raus? Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwas rausnehmen, was langsamer macht, weil sie relativ schnell, denke ich mal, spielen wollen. Nehmen Mira aus dem Spiel. Ja, auch einen Standard-Bann, aber auch so in die Richtung, die ich predicted habe. Eine Mira potenziell kann langsamer machen, wenn sie richtig geplaced ist, weil du musst erstmal gucken, entweder die Mira auf der anderen Seite rausnehmen, irgendetwas dieser Art. Und Team Russ nimmt hier zum Schluss noch Puls raus. Damit haben wir unsere Bans: Montagne, Nomad, Mira und Puls. Ja, bin ich sehr gespannt jetzt. Runde Nummer 1, Team Envious im Attack. Line-up-technisch sehen wir hier Prices, QB, Money, Nina und Jerry am Start. Auf der anderen Seite bei Team Russ, bei Team Sentinel, bei Russ haben wir Tyronymus. Oh, No Love, der echte Pole, Crocker und Tyronymus 2, okay. Also wir haben zweimal Tyronymus, okay, wir nennen ihn Tyronymus.de und Tyronymus. Das wird lustig hier. Mit den Namen hier nicht durcheinander zu kommen. Sophia, Jung, Ying, Blitz, Bug, Termite im Attack, Echo, Vacuum, Jäger, Legion und Smoke in der Verteidigung. Und ich predikte jetzt mal so ein bisschen, dass Team Sentinel unbedingt gucken muss, dass sie hier ja, Envious langsamer macht. Sie haben dafür einiges dabei. Sie haben Smoke dabei, sie haben Echo dabei, sie haben Legion dabei.
drei Operator, die potenziell das ganze Spiel etwas entschleunigen können, sage ich mal. Mal schauen, wie man die hier einsetzt. Es geht erstmal hoch in Armory Archives. No Love of the Valkyrie hat ja schon mal ein paar Kameras verteilt. Sieht tatsächlich auch so ein bisschen aus, als wenn man da ein bisschen aggressiver hier Office mit reinbezieht in das Spiel. QB auf der Ying relativ schnell voran. Money auf dem Blitz. Nina auf dem Bug holt erstmal die Kameras hier raus und damit wird hier relativ schnell, was ich halt so ein bisschen predicted habe, Price ist auf der Sophia, relativ schnell hier vorgegangen. Money jetzt mit dem Blitz drinne. Insecurity arbeitet sich relativ schnell Richtung Breach vor. Termite kommt jetzt auch hinterher, gewaggelt in diese Richtung. Price macht sich hier den langen Winkel auf. Warte da einen Peak setzen zu können. Oh, und Money ist halt schon weit drin, ne? Breach kommt, verhindert damit schon mal, dass da der Breach kommen kann. Wird jetzt aber rausgezogen, nur läuft mit dem Headshot gegen Money. Money damit aus dem Spiel, aber der Breach ist offen. Auch eine Art und Weise, den Breach in diesem Moment da anzusetzen. Nina arbeitet von unten ein bisschen. Will hier die Möglichkeit nehmen, da ein bisschen blöd zu stehen und so weiter. Das sieht aus. Und QB erstmal full flash. Geht da erstmal injured von der Valkyrie. Die da ordentlich Damage gesetzt hat. Kommt auch mit den Schüssen weiter an. 4 gegen 5 Situation ist es nach wie vor. Die Echo-Drohne haben wir mittlerweile auch da am Start. Muss erstmal weggehen. Da kommen C4 und QB. Kommt einfach mal durchgelaufen. Holt sich noch Love mit dem Messerkill. Geronimus mit dem Kill an QB. Nest wird gesetzt. Damit haben wir hier die 3 gegen 4 Situation. Jetzt kommt Nina über die Stairs nach oben. Oh, und kann da fast den Peak auf Legion setzen. Hat mir nicht ganz gereicht. Hier sucht man in der Zeit so ein bisschen die Drohne. Nina jetzt aber mit dem Kill an Geronimus. Und damit der Smoke erstmal raus. 3 gegen 3 Situation. Man sucht hier die Echo-Drohne, die einen da ordentlich nervt. Man sieht sie aber so wie es aussieht. Nicht der echte Polo holt sich Nina ab. 2 gegen 3 Situation. Prices und Jerry jetzt noch am Start. Valkyrie Cam erstmal aus dem Spiel genommen. Und immer noch zwei Echo-Drohnen mit im Spiel. Jetzt will man selber hier ein bisschen vertikal spielen. Da hat man jetzt gerade gesehen, Jerry holt sich aber Crocker oben erstmal ab. Price ist mit dem nächsten. Damit ist es eine 2 gegen 1 Situation. Der obere Spot ist safe. Jäger unten unterwegs. Plant wird angesetzt und kommt jetzt, so wie es aussieht. Und Price wartet auf den Peak. Kriegt den Peak ja auf der echte Pole. Headshot rausgezogen. Damit Runde Nummer 1. Aber sehr interessant, wie man da den Breach tatsächlich gemacht hat. Das habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen, dass da einfach der Blitz reinpusht sozusagen, die ganzen Leute so ein bisschen nach hinten schiebt und sagt, wartet mal kurz, wir wollen da kurz breachen, wir können gleich weitermachen. Und, ja, ging aber auf in diesem Moment. Blitz dann halt Gefallenen drinne, damit die 4-5-Situation. Dann hat das alles sich so ein bisschen entschleunigt. Der Echo, wie ich gesagt habe, bringt da auch nochmal eine ordentliche Entschleunigung in dem Moment ins Spiel rein. Weil er einfach die Leute so ein bisschen zurückhält, auf Abstand hält, sagt halt, Moment, ich stun euch jetzt erstmal, dann geht ihr bitte erstmal wieder 2 Schritte zurück, bevor ihr hier reinkommt. Und damit so ein bisschen dieses Tempo in diesem Punkt kurz gestoppt. Hat aber nicht gereicht, um hier sich diese Runde zu holen. Und schlussendlich musste man die Runde abgeben an Envious Gaming, die jetzt mit 1-0 führen. Mal kurz hier ins Killfeed reinnehmen. Price ist 2, Jerry, Money, Jerry, Nina und QB jeweils mit einem. Auf der anderen Seite No Love, Geronimus und der echte Pole jeweils mit einem. So, gleicher Spot, die zweite. Kein Bandit dabei, also man will da überhaupt nicht versuchen, irgendwie mit Bandit den ganzen Bums zu halten. Man spielt da eher so ein bisschen auf den Retake. Echo wieder dabei, einen Jäger hat man auf jeden Fall dabei, Smoke auch dabei. Diesmal hier das Spiel auch ein bisschen anders. Money jetzt auf Gridlock.
Kein Blitz mit dabei, Nina auf Ash gewechselt, QB weiter auf Ying, Jerry wieder auf dem Termite und Bryce ist auf der Sucht. Wow, jetzt schießt man sich da fast gegenseitig noch an. Ash ist drinne hier im Security Room. Jetzt ist die Frage, wo bewegen sich die anderen Spieler gerade so ein bisschen? Das bewegt sich gerade so ein bisschen gefühlt alles on spot. Im Office, es liegt der Legion. Aber ansonsten alles so gefühlt on spot. Und der Jäger aimt da, nee, er aimt nur die Tür so ein bisschen ab. Immer Termite wird sich jetzt hier an den Breach setzen. Breach dürfte durchgehen, damit verschiebt sich alles wieder so ein bisschen nach hinten und man geht wieder relativ schnell hier vorne diesen Bereich her. Da kommen die ersten Flashes rein, Ying jetzt mit seinen Flashes noch mit am Start. Da kommt eine Smoke geflogen, man geht sich erstmal hier jetzt rein, das ist interessant. Wo er sich hier reingestellt hat und wartet da einfach, wird da ordentlich blind gemacht hier von den Echo-Devices. Plant geht durch. Der echte Pole mit dem Killer QB 3 gegen 5 Situation. Hier fällt der ganze Bums ein bisschen um, aber Termite holt sich in der Zeit echt mal der echte Pole. Geht weiter um die Ecke, wird hier injured gelegt. No Love mit dem Killer Jerry, geht aber selber dabei injured. Wird jetzt auch rausgezogen. Und der Einzige, der jetzt hier vorne noch hält, ist Money. Bryce ist nach hinten, kann sich Crocker entledigen. Jetzt ist es nur noch Tyrannimus auf dem Echo hier. Kriegt er den ersten nicht, hat er zwar gut, was heißt gut Schaden, so ein bisschen Schaden gesetzt. Jetzt kommt man hier mit um die Ecke, da stimmt das Aim nicht, aber für den Inja reicht es. Da kommt man aber direkt weiter um die Ecke, wird knapp auf jeden Fall. Bryce ist aber mit dem Aim on point, kann Tyrannimus rausziehen und wir haben hier echt enge Runden gerade. Die einfach von der Geschwindigkeit her so schnell ausgespielt werden, dass ich echt Probleme habe, da gerade killstechnisch ansatzweise hinterherzukommen. Puh, aber 2-0. Wie gesagt, enge Runde wieder. Prices 4, Jerry Money 2, QB Nina mit einem. Auf der anderen Seite No Love, der echte Pole mit 2, Tyrannimus und Crocker mit einem. Aber die Spielweise ist halt echt, echt interessant, habe ich jetzt so von diesem, also dieser Push-Faktor, der so extrem gespielt wird, noch nicht gesehen. Wir haben gerade QB, die Idee, gar nicht so blöd in diesem Moment tatsächlich. Du jingst dir einfach so ein bisschen rein in den Bums, gehst in die Mitte von dem Raum rein, bist da erstmal drinne, bevor die richtig an den Plant hineingehen müssen, müssen die erstmal daran vorbei, beziehungsweise den Kill ziehen. Und damit, die 90 gerade ziemlich gut Echo, der ist so beschäftigt damit, die Leute, die reinpushen, im Auge zu behalten, beziehungsweise hat dann so viele Leute, die da auf einmal rumwuseln und umrennen, dass er den Plant so gar nicht wirklich denied bekommen hat. Spotwechsel jetzt hier von Sentinel. Die gehen jetzt runter in Workshop Ventilation. Und wollen jetzt hier versuchen, diesen Ansturm der NBA-Spieler zu stoppen. Aufbau sieht bisher nach nichts ultra neuem aus, sage ich mal. Wir haben kein Castle dabei. Küche trotzdem irgendwie mehr oder weniger. Nee, wird noch nicht zugemacht. Badezimmer ist noch mehr oder weniger offen. Bandit oben unterwegs zusammen mit der Valkyrie. Ist die Frage, wie sie hier aufbauen wollen. Nina auf dem Bug mit am Start. Gridlock versucht sich hier relativ schnell da diesen Weg reinzubahnen. Das sieht so ein bisschen Richtung Fastplan tatsächlich aus. Jerry holt sich Crocker erstmal ab. Tyrannimus kann PC4 QB aber erstmal rausziehen. Jerry ist jetzt hier hinten schon drinne. Und jetzt geht es Richtung Plant. Nina sitzt hier drinne, wird aber rausgenommen vertikal von oben. Das war der echte Pole, den No Love, der da oben von oben Dina rausgeholt wird. Tyrannimus mit dem nächsten holt sich Prices ab. Damit ist es jetzt nur noch der Termite. Nur noch Jerry hier übrig. Und diesmal hat dieser Push nicht funktioniert. Diesmal hat man da vernünftig gegen aufgebaut. Und zwar vertikal von oben. In diesem Moment das Beste, was du machen kannst. Oh, da ist der Jäger. Der hat nur gewartet, dass der Jerry da mal um die Ecke kommt. Jerry mit dem Kill holt sich den ersten, der echte Pole rausgenommen, hat jetzt aber noch drei Leute hier vor sich. Eine Minute 30 noch zu spielen, hier wird abgeaimt, hier wird von oben nach unten abgeaimt und auch Smoke sitzt hier on spot. Und
Die müssen erstmal jetzt hier warten, beziehungsweise gucken, was der Termite als nächstes vorhat. Der Termite mittlerweile oben. Und der hat da den Termite, der in die falsche Richtung guckt. No Love mit dem Kill Jerry rausgezogen. Und damit holt sich Sentinel diese Runde und stellen auf 2 zu 1. Ja, aber gut, jetzt hier diesen Push Deny. Das war relativ absehbar. Dass hier. Ja, dass man wieder so einen extremen Push, sag ich mal, gegen sich bekommt. Und den hat Team Sentinel jetzt so ein bisschen auch vertikal und so weiter einfach entgegengesetzt. Das hat funktioniert und damit hat man sich die Runde geholt. Damit steht es 2 zu 1. Hilfstechnisch Geronimus und No Love mit 4. Der echte Pole mit 2. Crocker und Geronimus mit 1. Auf der anderen Seite Prices Jerry 4. Money 2. QB und Nina mit 1. So, Runde Nummer 4. Wir sind wieder Armory Archives. Wechsel haben wir drinnen. Wir haben jetzt eine Ella statt einem Echo mit dabei. Hat also hier erkannt auf der Verteidigerseite, okay, mit Echo kommen wir hier gerade nicht wirklich weit. Ella, ja, theoretisch so ein bisschen den gleichen Faktor, zumindest im Entry. Schauen, ob das hier für sie diesmal besser sitzt. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, welche Waffe haben wir dabei? Die FO12. Das könnte jetzt tatsächlich eine wirklich gute Waffe werden hier. Wenn man da jetzt zu schnell vorgehen will. Wir haben dann den Sixpack rüber auf von Blitz weg. Also diesmal kein Blitz mit dabei. Nina auf der Twitch. Jerry erstmal mit der Drohne nach oben, guckt sich erstmal kurz um. Sagt dann, wie es da reingehen kann. Wo haben wir denn die Leute hier anderweitig unterwegs? Hier wird nach unten nochmal einen Peak geschaffen. Und Ella wartet halt aggressiv da. Mit der Pumpe, wartet halt so ein bisschen auf den Entry. Geronimus da eigentlich mehr im Weg als alles andere. Rennt er jetzt erstmal durch, da kommen die Flashnades erstmal durch. Und Geronimus, schönes Ding gegen Jerry. Schöner Headshot hier gegen Jerry in diesem Moment. Da kommt jetzt aber der Brandpfeil zum Einsatz. Um da einfach mal den Spieler etwas nach hinten wegzujagen. Weiter wird hier nach unten hin geachtet. Benetitz, der O. Ah, ein bisschen zu weit rechts in diesem Moment. Da kommt Brandpfeil Nummer 2 und auch Sophia gibt dann mit ihren Charges erstmal ordentlich durch. Ella kann da tatsächlich gerade nur die Hälfte machen. Plant ist angesetzt und Plant geht auch durch. Jetzt wird er komplett umlaufen. Money holt sich Prices ab. Ja moin, aber dann holt Money sich noch der echte Pole ab. Gute Reaktion von Bennett, aber das hat nicht ausgereicht, um hier den letzten Kill zu setzen. Geronimus mit dem Kill an Money. Und No Love holt sich Nina ab. Damit ist der Plant durch und wir haben nur noch QB. Die Wall ist nicht offen. Hört er, dass da der Counter-Diffuse kommt? Der wird injured gelegt. Der Counter-Diffuse dürfte durchgehen. No Love zieht den Counter-Diffuse durch und damit diese Runde für die Defender, die jetzt hier ihren Weg gegen dieses Drücken gefunden haben, das Envious da gespielt hat. Dass das Envious muss jetzt ihrerseits überlegen, wie sie jetzt weiter aufspielen wollen. Dann steht 2-2. Also Team Sentinel hier eine Lösung ihres Push-Problems von Envious bereitgelegt, ausgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Geronimus.de Nola 5, Geronimus der echte Pole und Crocker 2. Auf der anderen Seite hat sich nicht viel verändert. Joey Price ist 4, Money 3, QB Nina ein. Und jetzt muss man halt überlegen, jetzt müssen sie was anderes überlegen. Custom Supply wird jetzt angespielt.
Envious weiß, denke ich mal, dass sie potenziell jetzt Richtung eines anderen Spots gehen. Beziehungsweise, dass sie halt weder Armory Archives noch Ventilation spielen können, weil sie halt beides jetzt gewonnen haben. Line-up-technisch viel Vertikalarbeit dabei ist. Alleine Sledge, der schon viel aufmachen kann. Dazu noch potenziell Ash und Sophia, die beide ebenfalls vertikal von oben nach unten noch was aufmachen können. Als Heartbreacher und da einfach mal die Hibana eingepackt und IQ, denke ich mal, mehr oder weniger für Geschwindigkeit, also wieder ein relativ fixes Lineup da gewählt. Hier nimmt man jetzt Castle mit, will da also wieder einiges langsamer machen. Valkyrie hat da eine Kamera erstmal rausgeworfen, wartet da, ob sie da irgendwie mal vernünftig rausspringen kann. Indessen wird hier erstmal frohen Munter reingedroht und Nina auf dem Sledge nach oben unterwegs. So kriegt ihr den ersten. Schönes Ding. Nina mit dem Headshot gegen No Love. Hat aufgepasst. Will jetzt hier oben reingehen. Die Frage ist, haben wir nichts mehr oben unterwegs? Nein, und da komme ich gerade drauf. Jerry holt sich der echte Pole ab, weil auch hier wieder die Geschwindigkeit im Spiel drin ist. Und der liegt injured. Den Kill lässt man da. Der IQ auch. Das ist äußerst, äußerst nett tatsächlich. Die kann sich den Kill nur abholen. Money mit dem Kill gegen Quarker. Hier geht der ganze Bums gerade ein bisschen auf. Spot ist erobert. Hier fällt jetzt gerade das Ganze um. Money mit dem Kill an Tyrannimus. Tyrannimus hier holt aber Jerry ab. Und Money mit dem letzten Kill an Tyrannimus. Und damit holen sich die Attacker diese Runde wieder. Und hier wieder diesen Faktor Geschwindigkeit. Also hier konnte man jetzt die Geschwindigkeit wieder vernünftig mit ins Spiel bringen. Auf Seiten von Envious. Damit steht es 3-2. Und QB rennt als einziger seinen Kills da gerade noch so ein bisschen hinterher. Nina 2. Jetzt von einem auf 2 hochgeschraubt. Prices 4, Jerry 5, Money 6. Also insgesamt. Ja, ganz gut verteilt eigentlich bei den Jungs. Sentinel geht da halt mit Tyrannimus und No Love ein bisschen voran mit 6-5. Tyrannimus der zweite und der echte Pole und Crocker jeweils mit 2. Aber das ist auch noch nicht so weit auseinander. Es ist auch noch einiges an Rainbow hier zu spielen, bevor wir hier zu einem schlussendlichen Ergebnis kommen. Denn es steht erst 3-2 und wir sind auf Ventilation Workshop. Und ich hoffe so ein bisschen jetzt tatsächlich, dass Envy ist nicht nochmal auf Biegen und Brechen, versucht ihre Geschwindigkeit da unbedingt reinzubringen. Und wenn sie es tun, dann bitte von der anderen Seite, was vertikal nicht ganz so abgehen werden kann, wie den Bums, den sie eben versucht haben. Denn das ist einfach mal auf ganzer Strecke gescheitert, hier Richtung B, Richtung Ventilation anzugreifen. Und das hat nicht wirklich funktioniert. Jetzt wirft man sich da noch gegenseitig die Fallen an den Kopf. Oben haben wir wieder zwei Leute unterwegs. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn Bandit da raus möchte. Nee, doch nicht. Jerry auf der Ash jetzt. Money auf dem Termite. Wir wollen jetzt auch wieder relativ schnell reingehen. Ich weiß nicht, ob man sich da schon vernünftig vorgedrohnt hat. Man guckt sich die Sachen so an, als wenn das noch nicht vorgedrohnt ist. Geht aber auch erstmal rein. Hier soll der Hardbridge oben kommen. Das sieht alles so ein bisschen aus, als wenn man sich da jetzt ein bisschen mehr Zeit tatsächlich lässt. Und Money will hier übers Badezimmer vorgehen, so wie es aussieht. Und Jerry holt sich erstmal den ersten ab. Geht aber Injured dabei. Der echte Pole aus dem Spiel genommen. Tyrannius mit dem C4 holt sich den Injured Jerry ab. Und droppt erstmal nach unten. Jetzt ist die Frage, Termite steht im Badezimmer hier noch drinne. Badezimmer ist komplett reinforced. Nee, ist nicht komplett reinforced. Steht aber erstmal drinne und wartet, ob da nochmal irgendwas nach hinten kommt. Sieht erstmal tatsächlich nicht so aus. Doch, hat er den Spieler vor sich. Kommt da auch erstmal mit den Pre-Fires an. Weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo man sich hier bewegt. Jetzt wird vertikal von oben nach unten erstmal gearbeitet. Wir haben halt jetzt auch erstmal da immer noch am Abwarten.
Hier geht's weiter vertikal. Also jetzt ein bisschen die Geschwindigkeit rausgenommen. Da kommen die Pings, Bandit im Flur immer noch wartend. Valkyrie hätte jetzt überlegen können, natürlich nochmal nach oben zu verschieben. Und Spot fast nichts mehr jetzt. Firmite wartet da immer noch, dass man ihn da umlaufen möchte. Hier wird weiter viel vertikal aufgemacht von oben nach unten. Jetzt wird nach unten gedroht. Wartet immer noch auf die Calls, wo sich hier die Spieler befinden. Smute, der einzige, der on-spot wirklich ist. Und da aggressiv an der Hedge erstmal wartet. Customs Inspection steht der Crocker, steht der Legion und wartet hier ab. Also man steht ja an den Points sozusagen, über die es gehen könnte. Bandit umläuft jetzt hier so ein bisschen. No Love mit dem Brett gegen QB. QB rausgezogen. Tyrannimus mit dem C4 gegen Prices. Fällt ja also wieder so ein bisschen auseinander. Tyrannimus kann sich hier Money noch entledigen. Und damit ist es nur noch Nina, die ist on-spot, werde von Crocker noch per Headshot raus dezimiert. Und damit holen sich die Defenders diese Runde und wir stellen auf 3:3 und gehen mit einem Unentschieden in den Rolls Rap hinein. Ja, Rollswap ist da. Envy ist jetzt in der Verteidigung. Gehen hoch auf Armory Archives. Und ich potenziell sehe ich vom Lineup her viel Roam, viel Rotation. Legion, Bandit, Jäger, Ella, 4 wirklich schnelle Operator. Wobei ich denke, dass Bandit sich eventuell erstmal oder mehr Richtung Spot verhält. Doc dann so ein bisschen als langer Winkel mit dabei, obwohl wir auch alle gut den Roaming Doc kennen. Ich bin sehr gespannt, wen man da alles so ein bisschen auf Reisen schickt. Und kurz nachgucken, hier haben wir auch die FO12 am Start, also auch hier Jerry auf der Ella mit der Schrotflinte. Von dem Reinforcement sieht das bislang alles nach nichts äußerst Besonderes aus. Fountain wird zugemacht hier Richtung Hallway, Archives Richtung Office zu vorne, Armory, die Breach Wall ist zu und auch mit Bandits versehen. Sieht nicht nach Active Bandit aus, hinten werden auch noch zwei dran gemacht, also Active Bandit. AD, hier werden noch die Winkel von CCTV zugemacht. Jerry mittlerweile unten, hat sich hier schon einiges aufgemacht für einen Runout bereit. Legion zieht hier noch Wände, Jäger oben, Bandit oben, Dog ebenfalls oben unterwegs. Oh, und Jerry wollte hier aggressiv warten, hat aber den Peak da nicht gekriegt, hat halt auch die Schrotflinte mit am Start, darf man halt nicht vergessen. Da wir tatsächlich 4 Leute on-spot, nein, Nina geht noch mit nach unten. Wartet hier jetzt unten so ein bisschen aggressiver. Was macht die Attack? Der echte Pole aimt hier so ein bisschen das Ventilation Window ab. Er wartet dann noch so ein bisschen, dass da was passiert. Ansonsten viel am Drohnen. Sledge jetzt hier. Musst du aufpassen. Ah, ne, der Jäger steht da nicht mehr. Thermite kommt jetzt auch langsam ran. Hinten East. Jetzt haben wir den Thatcher schon. Und Jerry hier am Battle mit der Pistole mit Tyrannimus. Holt ihn erstmal raus mit dem Pistol-Kill. Jäger jetzt der Nächste, der hier eventuell dem Termite reinlaufen könnte. Der hängt das nämlich noch ab ein bisschen. Dürfte jetzt die Claimer geholt haben, Nina. Geht aber erstmal ein bisschen weg hier. Und dessen die Frage, wie oben die Arbeit weitergeht. Und ja, man macht sich von oben nach unten auf, weil man weiß, dass die Leute da unten unterwegs sind. Also alles hier so ein bisschen Zitterpartie-mäßig. Ash auf dem Dach. Hier wird jetzt nochmal weiter reingethront. Oder hat man den Peak? Da wird erstmal runtergedroppt. Interessante Idee. Tyrannimus holt sich Nina da ab. Geht dann erstmal weiter. Aber nicht nach oben, nein.
Crocker mit dem Kill gegen Jerry. Da wollte er zu viel, da hat er drei Leute gegen sich gehabt. Die Roma sind jetzt also rausgezogen. No Love mit dem Kill gegen QB. QB kommt nicht so rein. C4 sitzt nicht. Macht zwar Damage vielleicht, ja, macht ein bisschen Damage, aber das hat nicht ausgereicht. Man kommt ja jetzt Richtung, bei 40 Sekunden kommt man jetzt in die Richtung hier ran. No Love kriegt den Money noch raus. Und damit ist es jetzt nur noch Prices. Und der Plant kommt bei einer 1 gegen 4 Situation. Aber auch echt gut ausgespielt hier, muss ich jetzt sagen, von Sentinel. Die hier ihrerseits einfach, oh, wow, schönes Ding von Prices. Schönes Brett von Prices. Schönes Brett, die zweite von Prices. Injured da erstmal die Ash, hat jetzt noch zwei Leute vor sich. Geht sich erstmal hoch. Aber kann dann nicht mehr rechtzeitig auf die Waffe wechseln, um No Laughter zu facen. Die per Headshot hier den Kill gezogen, damit die Runde an Sentinel. Und das war vielleicht zum Schluss ein bisschen zu viel, Rome. Da wollte die Ella ein bisschen zu viel, rennt da drei Leuten rein, die einfach nur gewartet haben da am Haupteingang. Und das vielleicht so ein bisschen das Mittel, hier jetzt gegen Envious die Leute in sich selber reinlaufen zu lassen. Mal sehen, ob das hier weiter so klappt oder ob jetzt Envious ja so ein bisschen zurückfährt. Ich glaube, so ein bisschen, ganz kleines bisschen vom Gas wäre für sie nicht verkehrt in diesem Moment. 3 zu 4 steht es auf jeden Fall, Team Sentinel führt. Hier jetzt mit 4 zu 3. Und Envious muss da wieder so ein bisschen zurückdrücken. Runde Nummer 8. Erneut Armory Archives. Lineup technisch jetzt ein Wiegel mit dabei. Mal schauen. Wiegel statt einem Doc. QB allerdings auf dem Wiegel. Mal schauen, wie es jetzt funktioniert. Er ist also wirklich ein absolut schnelles Lineup. Wieder Bandit, Legion, Wiegel, Ella und Jäger. Alles 5 schnelle Operator. QB schon unten unterwegs. Wir können ja mal in die Killsquads reingucken. Da haben wir nämlich Jerry mit 7, Money mit 6, Prices mit 5, Nina mit 3, QB immer noch mit einem. Auf der anderen Seite Tyronymus und No Love mit 9, Crocker mit 4, Tyronymus mit 3 und der echte Pole mit 2. So, damit geht es hier rein in die Runde. QB unten, Money holt sich den echten. Der Pole erstmal aus dem Spiel genommen, aber Tyronymus kann den Refract sehen. Money raus. Prices unten im Customs Inspection. Oben wartet Jerry mit der Ella. Vigil, QB hier im Server Room. Und Legion Onsport Archives. Auch mit einem kleinen Peek nach unten. Währenddessen wird ja alles erstmal vernünftig ausgedrohen. Man ist schon viel oben unterwegs. Muss jetzt NBS aufpassen, dass sie nicht oben überrannt werden, während der Rest da so ein bisschen unten unterwegs ist. Erstmal hier auf den Spot so ein bisschen drauf. Nate ist in der Hand. Und die kam! Die kam nicht so geplant, aber Jerry aus dem Spiel rausgenommen. Schöne Nade in diesem Moment. Wiegel kommt zurück, muss er auch, wichtig. Twitch-Drohne rausgezogen, zweite Drohne rausgezogen. Muss jetzt aufpassen, dass er sich nicht zu viel um die Drohnen kümmert. Jäger auf den Stairs jetzt unterwegs. Fenster ist schon offen. Jetzt wird hier der Breach erstmal gesetzt. Wir haben halt die 3 gegen 4 Situation. Da kommt die Drohne. Verschiebt ein bisschen weiter nach links. Jäger auch zurückrotiert. Ist im Armory Desk jetzt drinne. Prefires kommen da. Von beiden Seiten in beide Richtungen. Und alle warten erstmal so ein bisschen abgefühlt. Und wie sie hier jetzt weiter vorgehen wollen.
Oh, schöne Hits hier auf die Twitch. Aber Tyrannimus holt sich QB ab. Dribble Kill für Tyrannimus. Er geht weiter rein. Wird jetzt aber gerefragt von Prices, der sich hier erstmal so ein bisschen in Sicherheit bringt und wieder zurückgeht. Wird jetzt aber injured gelegt, weil am Fenster hängt nämlich. Da. Wer hängt denn da? Ich glaube, Thatcher ist es. Thatcher hängt am Window, holt sich die letzten ab. Tyrannimus mit dem Kill gegen Prices plant, kommt. Und Wiegel holt sich erstmal den ersten Arm. Window kann sich den zweiten holen, aber Nina reicht nicht, um den dritten sich da auch noch zu holen. No Love passt ab, zieht Nina raus und damit auch die Runde jetzt hier für Team Sentinel. Und jetzt muss hier NBS unbedingt zusehen, dass sie was dagegen machen, sonst geht das hier gleich einem Ende entgegen. Denn es steht 3-5 und Team Sentinel ist noch 2 Runden vom Sieg entfernt, aber auch 2 Runden vor Envious. Jetzt muss sich Envious nochmal auf dem Hosenboden setzen. Sonst nimmt das hier ein bitteres Ende für die Damen und Herren. 3-5 steht es. Sentinel spielt ein gutes Spiel hier runter. Topfrager gehen voraus, Tyrannimus und No Love. Und der Backup nach hinten drin, Crocker, Tyrannimus, der zweite und der echte Pole halten, was hinten noch zu halten ist. Workshop, Ventilation, geht es jetzt runter. Die Nate gegen Jerry war halt echt ein ultra, ultra gutes Ding. Ich glaube, es war eigentlich geplant, die durch den Breach zu werfen. Das hat nicht ganz funktioniert. Sie prallte halt ab. Jerry, der lag direkt vor die Füße. Der machte halt überhaupt nichts mehr. Von daher, ja gut. Ist halt dann einfach mal rausgezogen. Nina jetzt auf dem Wiegel. Also 4 Rotationen, auch was die Operator angeht. Kiwi auf dem Jäger. Jerry wieder auf der Ella. Wird da, denke ich, jetzt gleich mal rüber hier wackelt kommen, ja. Und damit geht die Runde los. Hier der echte Pole auf der Ash. Und damit beginnt die Runde hier. Oben ausgedroht haben sie sich schon mal relativ solide. Drohnen fahren hier auf jeden Fall ordentlich weiter durch. Ash mit der R4C am Start. Auch Sledge kommt jetzt langsam ran. Hatte die SMG in der Hand. Und da findet man jetzt die ersten Gegner. Jerry wieder mit der FO12. Wieder aggressiv im gleichen Winkel. Muss aufpassen, dass er nicht wieder die gleiche Nate mampft. Oh, wollte da mal rauspieken. Und da hat man wieder diese Nate in der Hand. Und Ella macht das einzig Vernünftige. Geht weg. Aber da war ein Jäger-Device. Okay. Jäger-Device war am Start. Twitch-Drohne rausgenommen erstmal. Also hier wird viel nach oben hingehalten. Ella jetzt hier alleine immer noch da, wartet so ein bisschen. Da ist jetzt das Jäger-Device gedodged. Da kommt die Nay, die kommt aber nicht an. Aber ja, gut, sie macht schon Schaden, aber sie kommt nicht an. Schöne Schüsse hier, Twitch injured. Und eine Drohne nach der anderen kommt hier reingefahren. Alle wollen sie Jerry haben. Twitch liegt immer noch injured. Tyrannimus wartet, dass er einen da sieht. Geht jetzt weg. Und oh, da liegt man halt, ne? Da kommt jetzt eine Flash. Da muss man erstmal weg. Und dann kommt Tyrannimus um die Ecke mit der SMG 11. Holt sich Jerry ab. In der Zeit Twitch wieder aufgehoben. Hat aber viel Zeit. Viel Zeit und vor allen Dingen viel, Utilization gekostet. Hier der C4-Kill von Money an Tyrannimus. QB holt sich Tyrannimus ab. Beide Tyrannimus sind damit raus. Oh, schönes Ding von QB. Schönes Brett gegen No Love. Jetzt ist QB aufgewacht. Holt sich hier die Kills. Money mit dem Kill an Crocker. Aber das ist nur noch Ash. Der holt sich erstmal erfolgreich hier Money jetzt ab. Ist jetzt aber alleine gegen 3. Erwartet hier auch so ein bisschen diese Rotation vom Jäger. Der kommt jetzt auch da rein und weiß aber ungefähr, wo sich da der Gegner wohl aufhalten wird. QB mit dem Headshot gegen der echte Pole. Damit die Runde für Envious und die stellen auf 4-5. Puh. Aber ultra. Also wenn man sich anguckt, wie viel Gerätschaften alleine Ella da oben gezogen hat. In der Zeit, in der ich bei ihr drauf war, habe ich alleine 4 oder 5 Drohnen plus eine
Twitch-Drohne gehabt, die er da rausgezogen hat. Hat zwei Nades gedodged, die er gezogen hat. Hat noch eine, zwei Flashes aus dem gegnerischen Repertoire rausgezogen, bevor sie ihn da rausgekillt haben. Und hat die Twitch noch injured gelegt. Ist zwar kein Tod, aber da auch deine Twitch mit 20 Leben nur noch am Start. Also, und Zeit ohne Ende geklaut. Wenn man sich anguckt, wie viel Zeit das alles gekostet hat und wie viel Gerätschaften man den Attackern da aus dem Ärmel gezogen hat, war das eine richtig, richtig gute Arbeit alleine von Jerry da oben im Armory. So, Armory Archives, die nächste. Money jetzt hier auf Maestro, Jerry wieder auf der Ella, Nina auf dem Bennett, Juby auf dem Jäger, Prices auf dem Legion. Und jetzt muss man zusehen, das Ganze hier so ein bisschen ernster noch anzugehen, beziehungsweise was heißt ernster, vielleicht von seiner, wir pushen einfach überall durch die Gegentaktik, die durchaus bei einigen Teams wahrscheinlich richtig, richtig nerven würde und funktionieren würde. Aber nicht so bei Sentinel, die da irgendwann das Ding einfach so ein bisschen zurückdodgen und sagen, ja, dann pusht der halt rein, dann ziehen wir euch halt einen nach dem anderen raus, während ihr reingepusht kommt. So, gucken wir uns mal an, wo die sich bewegen. Hier wieder einen langen Winkel erstmal nach oben, hier wird gedroht, da geht die nächste Drohne hier auch, also überall wird erstmal gedroht. Jerry schafft sich so einen kleinen Winkel nach oben, Legion im Office, Jäger bewegt sich hier hinten in der Kamera, oder wo ist er drin? Ne, im Stuhl, okay. Bennett an der Breach Wall, Maestro in seinen Kameras drinne hier. Das ist die Frage, wie man hier den Angriff aufbauen möchte. Tyrannimus Sledge seilt sich jetzt hier Richtung dem Catwalk nach oben. Im Security haben wir Sophia drinne. Jetzt hier ein bisschen wartet und jetzt soll Twitch den ganzen Bums hier... Oh, da muss aber aufpassen, da haben wir halt direkt die Schrotflinte von Sophia. Kommt halt nicht so einfach und Sophia geht einfach mal um die Ecke. Und jetzt soll es die Nate hier wieder richten, die kommt reingeflogen, wird aber gedodged. Bandit kriegt da ein bisschen was ab. Zweite Nate kommt erstmal nicht angeflogen. Eine Termite Charge hat man hier jetzt schon mal erfolgreich abgefangen. Ja, und jetzt hängt man hier ein bisschen an der Breach Wall. Warte, also ein bisschen, dass Ella einfach mal rauspumpt sozusagen. No love for my Dimension. Jerry, raus aus dem Spiel. Wichtiger Kill, da diese Pumpe zu denyen. Hat zwar ordentlich eingesteckt dafür, aber die Pumpe ist erstmal raus. Und da sind aber genug Jäger-Devices. Bandit geht erstmal weg. Lässt den Breach zu 55 Sekunden noch zu spielen. Maestro in seinem Device hier drinne. Der echte Pole mit dem Kill gegen Nina. 3 gegen 5 Situation jetzt hier. Price ist hinten noch im Office drinne, bereit, um da so einen kleinen Backstep anzubringen. Nicht aufgepasst, ordentlich Damage einkassiert. Hat auch keine Nate mehr, die er da irgendwie nach hinten anbringen könnte. QB mit dem Double Kill, Tyrannimus und No Love rausgezogen. Damit haben wir hier wieder die 3 gegen 3 Situation. Price steht immer noch bereit, um da ein bisschen Backstep-mäßig vorzugehen. Und das sollte er auch jetzt tun. Nein, er kommt stattdessen zurück. Will da durchrennen, um aufzuheben. Und das könnte potenziell jetzt die falsche Idee gewesen sein. Termite will durchrushen. QB holt sich Crocker ab. Tyrannimus mit dem Killer Money. QB mit dem Killer Tyrannimus. Und damit haben wir die 2 gegen 1 Situation. Und QB kann auch der echte Pole raus dezimieren. QB mit seinem Ace hier am Start. Kam nicht gut ins Match. Jetzt ist er da. Jetzt wird er gebraucht. Jetzt macht er das, was er machen muss. Er drückt die Gegner um, wenn sie kommen wollen. Wenn sie kommen wollen. Und damit steht es 5 zu 5 und Envious stellt erstmal auf Gleichstand. Puh. QB vor 2 Runden noch mit einem Kill am Start. Jetzt haben wir Money und QB bei Envious als Top-Fragger am Start mit jeweils 9. Jerry mit 7, Prices 6, Nina mit 5. Auf der anderen Seite weiterhin Tyrannimus.de mit 13 als Top-Fragger dabei. No Love mit 11.
Und dann etwas weiter abgeschlagen, Tyronimus der Zweite mit 5 und Crocker und der echte Pole jeweils mit 4. Runde Nummer 11. Wir sind im Customs, Custom Supply. Money jetzt auf dem Mossy. Mossy also als Operator jetzt noch mit dabei. Start, wen hat man denn dafür rausgelassen? Ist jetzt gar nicht tatsächlich im Kopf. Ach, Ella. Ella, natürlich. Ella also eingetauscht für Mossy. Da will man ein bisschen Drohnenkontrolle haben. So, Runde ging los. Mossy da noch am Zumachen bzw. aufschießen. Ich weiß nicht, ob er da sein C4 irgendwie durch anbringen möchte. Hier wird sich oben erstmal aufgebaut. Price ist auch mit oben unterwegs. Ash möchte sich oben auch erstmal ausbreiten, so wie es aussieht. Die erste Drohne kommt geflogen. Also 4 geht jetzt erstmal nach oben, so wie es aussieht. Crocker geht Richtung der Breach Wall. Und da bin ich jetzt echt gespannt. Der gibt da erstmal den Call. Okay, hey, da oben ist offen. Und da kommt auch, kam auch das C4 geflogen. Oder? Ja. C4 gab geflogen, das hat aber nicht gesessen. Ash in der Zeit oben erstmal am Up-Aim. Also man hat oben noch nicht wirklich eingenommen. Hier wird erstmal ordentlich vorgedroht. Jerry auf der anderen Seite. Das könnte halt noch äußerst interessant werden, wenn er von da aus so ein bisschen den Backstep da in diese Richtung angeht. Money hat sich nach oben verschoben. Auch eine interessante Variante, da einfach mal nach oben zu gehen. Schönes Ding hier, Jerry mit dem Kill. No Love raus. Einer der Top-Fragger erstmal aus dem Spiel gezogen. Springt runter, schönes Ding, kriegt den Call da. Aber kann den letzten nicht ziehen. Double Kill für Jerry. Tyronimus jetzt mit dem Refrag. Der echte Polo holt Prices raus. Damit Valkyrie und Bandit aus dem Spiel raus. Und Tyronimus mit dem nächsten holt sich Nina raus, die da unbedingt was rauswerfen wollte. Vielleicht ein bisschen zu mutig da in diesem Moment. Einer jetzt nach oben, einer unten, Mossy unten. QB kriegt hier den Pick auf der echte Pole und verschiebt rüber. Und das ist vernünftig. Man erwartet, dass sie runtergeht. Tyronimus holt sich jetzt Money unten ab. Und damit ist es eine 1 gegen 2 Situation. Und jetzt müssen sie zusehen, dass sie ganz schnell Richtung Plant kommen. Jäger unten verschoben. Oh, schönes Ding. QB mit dem Double Kill. Oh, kommt mit den Schüssen in die Richtung an. Geht jetzt aber hier ins Fenster rein. Und jetzt bin ich gespannt. Hat sich den Diffuser aber erstmal abgeholt. Und QB umläuft das einfach hinten rum. Holt sich Tyronimus da ab. Er hätte wahrscheinlich einfach da auf Plant gehen müssen. So, einen Moment, ich muss mich mal ganz kurz hier drum kümmern. So, weiter geht's hier. 6 zu 5 steht es. Envy ist jetzt im Matchpoint, haben jetzt hier 3 Runden am Stück geholt, dürfen jetzt auf Ventilation Workshop angreifen, verteidigen, Entschuldigung. Und können jetzt ihrerseits hier mit dem 7 zu 5 dieses Spiel fresh machen und fertig machen. Um dann ihrerseits ins Halbfinale einzusteigen. Wir haben hier die ersten Halbfinalpaarungen schon fertig. Royal Beast gegen Team 300 bei No Aim Esports. Und Next Run Esports ist aus dem Viertelfinale 4 auch schon weiter. Waren relativ klare Ergebnisse, wie ich gerade sehe. Royal Beast gegen Hades Esports 7-0. Team 300 gegen Sofasportler Alpha 7-0.
Und Next Run Esport gegen Beat Esports 7-2. Damit wird das hier nicht nur potenziell, sondern definitiv das knappste Viertelfinale von den Vieren. Und wir ermitteln hier den Gegner für Next Run Esport. Wird wieder viel oben gehalten. Weiß gar nicht, wen wir unten haben. Wir haben einen unten. Wir haben im Prinzip Onspot nur Nina. Der Rest bewegt sich alles außerhalb. Wenn man das vernünftig gedroht hätte, wäre halt sehr interessant, was passieren würde da. Wenn man da einfach Onspot geht und einfach mal den Bumster sozusagen aufhaut. Und jetzt kommt man da einfach raus. Schön gebaitet. Geronimus holt Jerry erstmal aus dem Spiel. Damit Jerry schon mal raus. Aber Prices mit dem C4 hier gegen der echte Pole. Der echte Pole damit raus. 4-4-Situation wiederhergestellt. Geht auch erstmal nach unten. Oh, schönes Ding. Schönes Ding von Money. Holt sich hier den Termite ab. Termite Charge damit denied. Und bringt da einfach nochmal die Schüsse an oben. C4 sitzt. Money, schönes T4 gegen No Love. Prices holt sich Geronimus ab. QB mit dem letzten. Geronimus Nummer 2 aus dem Spiel genommen. Damit haben wir 7-5. Und Envious ist der Gegner von Next Run Esports im Halbfinale. Und dieses Halbfinale werden wir auch gleich hier sehen. Also bleibt unbedingt dran. Next Run haben wir gesehen. Ultra gutes Spiel gemacht. Und ich bin sehr gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Next Run gegen Envious. Also direkt hier im Channel bleiben, weil das direkt unser nächstes Match werden wird. Auf jeden Fall ultra gutes Spiel hier von beiden Seiten. Envious, sehr interessant. Einfach erstmal ultra schnell versucht zu spielen. Und als sie gemerkt haben, okay, jetzt haben sie den Dreh davon raus, von der Geschwindigkeit, die wir da reinbringen, haben sie mal etwas das Tempo rausgenommen, etwas mehr Richtung Strat gegangen und so weiter und so fort. 7-5 heißt es hier am Ende. Und dieses Match damit vorbei. Ich schicke euch erstmal in die Pause. Wie gesagt, Team Envious gegen Next Run ist unser nächstes Spiel. Bleibt also dran. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel, richtig spannendes Spiel. Ich freue mich sehr drauf. Bis gleich.